Der Journal Impact Factor ist ein Vergleichswert zur Beurteilung von wissenschaftlichen Zeitschriften anhand ihrer Zitationen. Der Impact Factor hat aber keine Aussagekraft über die Qualität einer einzelnen Veröffentlichung in dieser Zeitschrift. Der Impact Factor, also Einflussfaktor, soll den Einfluss einer Zeitschrift auf das jeweilige Fachgebiet beschreiben. Für die Berechnung wird die Anzahl der Artikel in der Zeitschrift in den vorangegangenen 24 Monaten benötigt und die Anzahl der Zitationen in einem Jahr auf die Publikation der vorangegangenen 24 Monate. Wollen wir den Impact Factor für 2022 für eine Zeitschrift berechnen, benötigen wir also die Anzahl der Artikel aus 2020 bis 2021 und die Zitationen in 2022 auf diese Artikel von 2020 bis 2021. Für das aktuell laufende Jahr kann es also keinen Impact Factor geben. Veröffentlicht werden diese Werte von kommerziellen Anbietern. In der Datenbank Web of Science von Clarivate Analytics wird dies bereits am längsten gemacht. Hier können wir beim jeweiligen Artikel auf das Journal klicken und uns den letzten veröffentlichten Wert ausgeben lassen, sowie den 5-Jahres-Durchschnitt. Der Impact Factor gibt keine Auskunft über einen einzelnen Artikel innerhalb eines Journals. Dieser kann auch seltener oder nie zitiert worden sein. Durch die Zitation von Artikeln aus dem gleichen Journal oder des gleichen Autors kann der Wert manipuliert werden. Je größer ein Forschungsfeld ist, desto mehr Zitationen gibt es natürlich auch und damit wird der Impact Factor größer als in anderen Fachrichtungen. Die Werte sind also nicht interdisziplinär vergleichbar. All diese Punkte machen den Impact Factor sehr umstritten und sollten in Vergleichen und Beurteilungen immer kritisch mit betrachtet werden.